Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Alan Wake bei einer neuen Session. Leicht gereizt. Gehen wir weiter ins Spiel. Ich hab's nicht geschafft, durch den Wald zu kommen. Ich hätte. Boah, alter Vater, ich sag's euch. Aggressionen, Aggressionen. Also manchmal kann man das echt schlecht einschätzen, ob die beste Möglichkeit wegrennen ist oder. Was zur Hölle? Ach, der steht da noch, oder wie? Wegrennen ist oder kämpfen. Hey, das ist. Die Mops ist immer so der Hammer. Oh, eine neue Seite. Ja, ich bin noch ein bisschen. Das Wake hört eine Kette. Die Oh, Nacht war nee. eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand. Und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Ich weiß ja nicht, ob was jetzt da so was ist. Es ist ja irgendwie so ein bisschen, als würde sich das Spiel selber spoilern, weißt. Aber dieses Wissen, dass da mich gleich einer mit einer Kettensäge verfolgt, macht die Sache nicht besser. Okay. Da kriege ich Gänsehaut. Ich hasse diese Geräusche. Ich bin nervös. Und die Katze macht sich besser. Ksch, geh weg. Geh weg! Ich bin jetzt schon angespannt. Ich bin ein bisschen krank. Und wenn ich krank bin, dann bin ich noch ein bisschen extra aufgepusht. Und das macht es gerade nicht besser. Aber wir müssen noch ein bisschen umgucken. Was gibt es denn hier noch so? Ist hier noch Interessantes? Ticker, ne? Zum Glück sind wir hier mit unserem Funzel bewaffnet. Gehen wir mal weiter. Na gut, rennen wir mischen immer lieber. Haha. Was ist das denn? Oh, eine Leuchtfackel. Oh, oh. Ja, genau, komm. Wenn wir da sind, geht das Licht aus, wie immer. Okay. Da ist noch einer! Es muss. Hau ab! Du Mistkröte! Ganz ruhig. Meine Lampe. Gewehrmuni. Schön. Muss das durch den Wald schaffen? Ja, Laternen haben wir hier noch, bitte. Drei Schuss, drei Treffer. Auf was? Bin ich nicht so überzeugt von. Das ist leider keine Ash-Ulti. Die schieße ich nicht über die Map und treffe in den meisten Fällen. Okay, weiter geht's. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel neu gespielt. Das ist beruhigt. Es lenkt ab. Und man kann sich schön über Loops aufregen oder über Spacken, die unbedingt ins Team wollen und dann AFK gehen! Um sich zu. Gut, das ist ein Teekanne. Oder Kaffee wäre. Nee, Kaffee, ich bin eh schon aufgedreht genug. So. Haben wir es jetzt dann bald durch den Wald geschafft? Ich glaube, das war noch das harmloseste an dem Spiel. Das Spiel ist nicht gruselig. Wie auch immer das in meinem Freundeskreis behauptet hat. Fick dich! Entschuldigung! Ja, ich bin ein bisschen. Wenn du jetzt ins Wasser springst, töte ich dich! Nein, 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 nein! Okay, jetzt überlebt. Jetzt bin ich denn jetzt so aufgedreht. Ach komm. Das ist doch scheiße.
Nicht in die Richtung, da will ich nicht gar nicht, da will ich gar nicht zurück. Nein, nein, nein. Kontrollpunkt erreicht, ist aber schön. Ich weiß nicht, ob mir der gefällt. Ich habe 7 Batterien und einen Schuss. So. Nach dem kleinen Gefühlsausbruch versuchen wir uns jetzt wieder zu entspannen. Da ist ein Licht. Ah, da will ich nicht hin. Ich würde mal gerne wieder in die Zivilisation. Das ist mir hier doch alles ein bisschen zu hektisch und zu viele böse Leute. Warum kriegen wir nicht... Danke fürs Gespräch. Warum kriegen wir nicht immer noch diese Parts und dürfen bei den Netten zugucken? Toll, enger Raum. Ganz toll. Plörre. Hau ab. Das ist ja schön, wenn Plörre hier ist. Das ist ja auch gar nicht unvorteilhaft und gruselig dann hier, du. Wie Gegenstandslimit erreicht. Halb auf! Steckst du in die Unterhose, ist mir egal, mach Zäpfchen draus, aber wir brauchen die Muni. Ist doch auf das Mühlendach gehen, ja, unbedingt. Wie das sich dann auch hier in Rauch auflöst? Ist doch ein Scherz. Das Licht steht da drüben. Jetzt wird's mich auslachen. Mal kurz gucken, ob wir hier nicht plötzlich auf Überraschungen stoßen. So. Ich habe da nämlich nicht so Bock drauf. Obwohl, wenn die wirklich drauf aus sind, uns zu erschrecken, werden wir so oder so eine Überraschung erleben. Oh, eine Manuskriptseite. Fehlende Seite. Hä, habe ich die jetzt alle verpasst oder kommen die noch? Hm. Deputies beim Holzlager, ja, Hammer. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ja, das ist doch schon passiert. Ach, die entdecken das dann, oder wie? Weil der gute... Scully, oder wie der hieß, der wollte uns ja hier mit seinem Bagger da von der Klippe runterschubsen. Die einen gehen über die Wupper, der andere schubst einen gerne über die Klippe. Oder das dann über die Klippe... Na gut, springen ist ja nicht gesagt, der hat ja wirklich hier Schubbelidu. Schubs, schubs und gut ist. Oh, das ist noch eine Seite. Komm ich denn da drüber? Kann ich da rüberspringen? Der zieht sich hoch. Was bist du für ein ungelenkiges Kerlchen? Oh. Psch. Aha, der feine Herr benutzt den entspannten Weg. So. Noch eine Seite. Was haben wir hier? Barry in Elderwood. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Okay, die Stelle war schon. Oh, ab. Ich habe keine Lust, mit irgendwelchen jegweder Art Kreatur zu spielen. Außer sie ist nett, will mir helfen. Das ist der liebe Charming Bear, Winnie Pooh oder whatever. Oh, das sind hier keine. Hier war es nochmal ein Friedhof, der Friedhof, der einzigste Ort, an dem ein Mädchen mit weißem Kleid gruseliger ist als ein Mann in Kettensäge. Also wenn wir hier wieder mit Leuchtfackeln zugeschossen werden, dann habe ich ja wieder schon ein ungutes Gefühl, ey. Vielleicht ist er doch mal ein Goldschatz in so einem Bazuwa drin oder Wasser, keine Ahnung. Da legt sich sogar meine Stimme vor Schreck. Na, du nicht. Du belegst mich nicht. Ja. Das ist wieder typisch.
Wenn ich jetzt auf die Krähe schieße, gibt es dann Ärger? Ich finde Krähen an sich ja extrem geil, aber in dem Spiel haben sie mich schon ein bisschen genervt. Komm ab. Sacke. Ja, Sacke. Ich finde das ja keine so gute Idee, auf hohe Gebäude zu klettern, die A kaputt sind und B, weil man von irgendwas verfolgt wird. Was? Was willst du? Ich will jetzt kuscheln. Kurz das Bett voll und will dann noch gestreichelt werden. Hey, jetzt geht's aber los hier. Ist auch mal wieder. Stürzt das gleich weg oder was? Ich will das Licht. Als würde es mich spöttisch anlachen. The darkness wears her face. Oh nö, ist das schon wieder so ein Versteckspiel? Vorsicht, wo los, Nesten! Was zum... Warum zur Hölle verträgt der so viel? Her face, ist eine sie? Darkness wears her face. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Die Frau vom anderen? So sah es auf jeden Fall aus. Der sich jetzt hier die Sachen gesnackt, falls welche dran. Ich hoffe, das ist der Wayne, weil sonst kriege ich nämlich echt Paras jetzt demnächst. Und ich wundere mich, dass ich momentan so schlecht schlafen kann. Ist klar. Er hätte mich auch hier verstecken können. Alles klar, du. Kein Ding. Es besteht ja die Möglichkeit, in diesem Haus etwas zu finden. Wie zum Beispiel ein Jagdgewehr. Wow. Reicht doch schon eins. Ah, praktisch. Okay. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Jo, eine Seite. So, F5. Weg spürt das Dunkel. Oh, ne. Warte mal. Er liest Angst vor dem Dunkeln. Weg hört eine Kettensäge. Barry in Elderwood. Okay, dann hatten wir den mit der Kettensäge aber Schatten schon. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Ich bin ja optimistisch, dass wir das schon hatten. Nee, hatten wir ganz sicher noch nicht, weil das Halslager haben wir auch noch nicht gesehen. Oh. warum habe ich das nochmal getan? Ach ja, weil ich eine große Klappe auf Facebook hatte. Mal wieder gern. Hauptsache, ihr amüsiert euch. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und wir spielen das Spiel gerade mal 13 Minuten. von 100 auf 0 Bock in 13 Minuten. Frauen sind von 0 auf 100 in 3 Sekunden beleidigt. Läuft. Was ist das? Kann ich das treten? Ich kenne mal so einen Ball oder so. Ich könnte auch eine Melodie summen, das macht es auch nicht besser. Wenn jetzt hier schon wieder knarzt. Weil ich schon dann daneben springe, hey. So ein Held. Zum Glück muss ich das nicht im First Person spielen, hey. Also im Ego. Ach, so, ja. Das macht's echt nicht besser. Da ist eine Lampe. Eine Lampe! Ich hätte gerne 3 Wünsche frei. Licht. Keine Verrückten. Ganz viel Mut, keine Ahnung, keine Angst, was auch immer. Das Holz. Ist noch mehr Holz. Erschreck mich doch nicht so, Junge!
Was ist denn mit den Scheißern los hier? Was fressen? Alter Vater. Wahnsinn! Was ist denn los mit euch? Was fresst denn ihr aktuell so viel? Habt ihr Spinat vorher erwischt oder was? Ich bin ein Abklatsch von Popeye, der Seemann oder was? So. Was sind Sneakers? Ich bin gerade ganz froh, dass ich mich im Teamspeak gemutet habe. Ich traue mich meinen Freunden nicht. Die Pässe würden mich wahrscheinlich gleich so zum Tode erschrecken. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass ich wahrscheinlich mich zu Tode erschrecken würde, selbst wenn sie mich nur anstupsen würden. Was ist das? Campgrounds. Ja, noch viel besser, du. Wird ja immer schöner hier. Was ist der Mond? Leuchten wir ihn mal an, vielleicht. Was ist das denn? Was ist das? Sieht aus wie ein Funkmast. Er schickt auf jeden Fall kein SOS. Ich würde nämlich auch gerne lieber woanders hin als hier. Das Los der Protagonisten. Sie landen immer irgendwo, wo sie nicht hinwollen. Hallo Tür. Geh auf. Das war einfach. Okay! Was ist das denn? Hä? Kellner? Kellner. Kellner. Kellner! Oh nö. Ich höre die Kettensäge, aber sie gefällt mir nicht. Was für ein riskanter Beruf für deine Mutter, so ein riskanter Beruf, du. Komm schon, komm schon! Scheiße. Einen Moment, bitte. Na. Benimm dich. Nein, verschwinde doch nicht mit der Kettensäge, du Penner. Ich will die Kettensäge. Ein freundlicher Sack, hey. Okay, also wir haben schon mal die Kettensäge gehört. Müsste ja eigentlich bald geschafft sein, hoffe ich. Also da gucke ich der nächste mit der Kettensäge echt ein Problem. Campground. Liebend gerne. Ist da noch irgendwas Spannendes? Irgendwas leuchtet? So, das war die Katze. Ich dachte mir gerade, hey, jetzt geht's aber los hier. Ich hasse es, wenn es ruhig ist. Da wartest du immer total gespannt auf irgendwas und dann sobald, egal welches Geräusch kommt, da erschreckst du dich zu Tode. Elderwood National Park. Ja, Hammer. Wo ist denn jetzt der Heck? Warum laufen wir nochmal hierher? Ach, wegen dem Typen, stimmt. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Lass auf jeden Fall das Licht an, ey. Hätte ich das Spiel irgendwie gesehen, so ein Kind war ja nie die Angst vor Licht, vor der Dunkelheit verloren, vor Licht verloren, vor allen Dingen Licht. Ist das der Yeti? Nee, anderer. Hau ab jetzt! Ich finde euch ja ganz süß in der Realität, aber hier seid ihr echt creepy. Oh, erstmal schön im Wasser plätschern, Wasser rauschen hören, wie es plätschert, so. So, ein Schuh raus. Ach, guck mal, ein Herzchen. Hat da nicht der ganze Mist angefangen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier schon waren. Also quasi, dass wir da sind, dann musst du den ganzen Weg hier außen rum. Und das nenne ich mal Wanderweg hoch 10, aber damit verabschiede ich mich für diese Folge. Und ich sehe was blinken, das werden wir uns in der nächsten Folge snacken, hoffe ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, Leute.